Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Lotus. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns heute eine neue Karte an. Wir haben die Karte Kükenhagen, so nennt sich die Karte. Ein sehr interessanter Name auf jeden Fall. Und das Ganze kommt von Judith Henningsdorf in Zusammenarbeit mit Linie 400. Und das Ganze wollen wir uns heute mal anschauen. Es ist wohl noch nicht ganz fertig. Existiert aber bereits im Steam Workshop, ihr könnt euch das Ganze natürlich runterladen und beinhaltet neben der Strecke natürlich auch noch eine FIS-Datei und ein Repaint. Das Repaint allerdings ist bei mir fehlerhaft, warum auch immer, kann ich nicht nachvollziehen. Ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, wir wollen uns das Ganze hier dementsprechend mal anschauen, deswegen haben wir hier ein Standard-Repaint. Ja, mal schauen, wie uns die FIS hier leitet. Insgesamt, glaube ich, gibt es 3 oder 4 Haltestellen. Ich bin schon mal so ein bisschen über die Karte rübergeflogen und habe mir das Ganze mal angeschaut. Es sind natürlich noch viele, viele kahle Stellen da, aber das kann man natürlich dementsprechend ja noch irgendwann mal so fixen, patchen und sonstiges. Und wir fahren jetzt hier gerade aktuell in die Wendeschleife rein, um dann praktisch hier wieder rauszufahren. Das Ganze sieht dementsprechend so aus und das ist nämlich so doch relativ interessant, wobei hier der GT6N hier nicht ganz so aufpasst. Wir haben hier viele, viele Brücken. Ne? Also hier wird das Brückentool mal so richtig genutzt. Also wir hatten ja das Brückentool ja zuletzt in der Karte von den Willi gesehen, ne? Berlin M6. Und da hat er ja schon das erste Mal so dieses Brückentool mal benutzt. Keine andere Karte aktuell traut sich da scheinbar ran oder zeigt da auf jeden Fall noch nicht so wirklich von. Und die Karte Kükenhagen allerdings, wie gesagt, besteht eigentlich nur aus so Brücken. Und das finden wir eigentlich eine relativ coole Sache. Wünschenswert jetzt hier an der Stelle wäre es noch gewesen, wenn man natürlich noch ein paar Objekte da irgendwie baut. Denn auch hier, wie bei den Willi, können wir hier unten durchgucken. Was natürlich aber klar ist. Ja, das sind ja nun mal keine Objekte, ne? Das sind halt Splines und sonstiges. Sonst sehen wir hier, haben wir hier eigentlich eine relativ gute Karte, wo wir hier mal so rübergehen können. Ne? Sie ist auch schon recht weitläufig, aber halt, wie gesagt, viele, viele kahle Stellen noch. Aber das ist ja das, was ich euch am Anfang ja gesagt hatte. Wie gesagt, wir wollen uns das Ganze jetzt dementsprechend mal anschauen. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen rein, rüsten auf und schauen mal, wie die FIS funktioniert. So, von daher erstmal hier alles in. Oberleitungen sind hier auch noch nicht vorhanden. Denke mal, das kommt alles noch mit der Zeit. Denn alles ist ja noch early access ja irgendwo. So. Wir fahren. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo stehen wir denn jetzt? Wendsteiner Straße. Nach. Also müssen wir 23.1 müssen wir machen. Von Wendensteinstraße. Fahrt endet hier. Genau. Dann werden wir das Ganze mal dementsprechend gleich schildern. So, schauen wir nochmal. Nach Judith Mahlsdorfer Allee. Hier steht Susanne. Steig. Ich gehe mal davon aus, dass es das gleiche sein wird hier, aber das ist ja Wendenstein. Also 23.1 brauchen wir. Naja gut, werden wir jetzt erstmal kurz mal hier vorziehen. Das IBIS-System hier, das mit dem neuen Update, wird wohl noch nicht funktionieren. Boah. Ich denke mal, das wird noch nicht eingebaut sein. Aber es passt jetzt ein bisschen mit dem Ton. Ich hatte ja ein bisschen was an dem Ton eingestellt, sodass es vielleicht nicht mehr ganz so laut ist. Ja. Das Ganze ist übrigens witzig. Ich höre ja oft oder lese halt oft, dass sich der ein oder andere so ein bisschen beschwert darüber. Oh Mann, wieso gibt es da keine Toneinstellung? Kann man das nicht irgendwie noch irgendwie implementieren? Ich denke mal, das wird auch mit der Zeit irgendwann kommen. Allerdings könnt ihr das Ganze jetzt bereits schon beheben, indem ihr das Ganze in den Soundeinstellungen halt bereits einstellen könnt. Also witzig ist, dass halt Lotus sogar eine richtige eigene Spalte hat, wo man die Lautstärke dementsprechend anpassen kann. Ja, das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Aber könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, da könnt ihr das Ganze ruhig mal ein bisschen leiser machen. Also ich finde den Ton manchmal schon, gerade wenn du in den Gruppen bist, schon wirklich, wirklich laut. Ich finde, die könnten das Ganze mal hier updaten, denn mittlerweile ist United Nations ein bisschen abgelaufen. Ne? Ich finde halt Berlin Traffic deutlich besser als United Nations. Von daher, weg damit. Wird Zeit für ein Update hier für die neuen Haltestellen. Achso, wir müssen ja schildern übrigens. Deswegen würde ich sagen, 23.0.23.01 nach Susannensteig.
So, da haben wir das Ganze natürlich dann dementsprechend auch geschildert. Finden wir eine ziemlich coole Sache, dass das Ganze hier dementsprechend schon mit enthalten ist. Bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja Ansagen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich würde sagen, wir fahren los. Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir hier offiziell unterwegs sind. Ich gebe hier aber auch volle Breite, ja, also nicht wundern. Ah, man kann auch relativ oft durchgucken. Auf jeden Fall ist das hier mehr als bergig. Steht leider auch nichts wirklich dazu da, ob das Ganze hier Multiplayer tauglich ist. Also DEM ist auf jeden Fall vorhanden. Würde ich jetzt mal krass annehmen. Neusigstraße. Ansagen gibt es leider keine. Schade. Oh. Das ist natürlich ein bisschen Schiete, ne? Dass der Baum da so wirklich mitten auf dem Gehweg da steht. Ja? Also, meine. Ne, also. Das ist natürlich ein bisschen. Fail, der Baum muss weg. Also, der kann ruhig noch ein bisschen weichen. Also, ist hier eine relativ große, breite Fläche und der Baum steht dann genau da, wo er eigentlich denn nicht stehen sollte. Hier muss ich auch mal sagen, ne? Ich finde diese Häuser, die sind echt hübsch. Ja, die kriegt man natürlich auch im Steam Workshop, sind keine Lotushäuser. Ne, das sind diese tschechischen Häuser. Also die sind echt hübsch. So, weiter geht's. Auf jeden Fall mal eine interessante Führung. So, Saskia Wanderstraße. Ich bin mal gespannt, wann ich irgendwann mal die erste Strecke fahren darf, wo es ein Update von gibt, wo denn Ansagen gesprochen werden. Vielleicht natürlich noch von euch selbst. Würde ich persönlich mega feiern, ja, wenn das irgendwann mal so vorhanden sein sollte. Aber auch gerne biete ich meine Stimme natürlich an, eure Ansagen zu sprechen, wenn ihr da Bock drauf habt und ihr meine Stimme so sympathisch findet, dass ihr sie gerne als eure Ansagen haben möchtet, dann könnt ihr mich hier gerne anschreiben, natürlich. Ja, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Nein, natürlich auch noch, ne? So ein bisschen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, dann lassen wir uns mal aussteigen hier an der Saskia Straße. Oder Saskia Weg. Sieht aus, als ob da ein Meteor eingeschlagen ist. Da. Ja, also wie gesagt, so ein paar Sachen, ja, die kann man natürlich noch verbessern. Ne? Aber ich weiß auch gar nicht, wie früh die Version jetzt hier ist. Stand jetzt nichts zu da. Ich versuche hier gerade ein angenehmes Bild hier irgendwie zu machen, aber das funktioniert gerade hier alles nicht. Geht das vielleicht so doch besser? Ja, ich glaube so geht's besser. So geht's tausendmal besser. So. Wunderschön. Dann Türe zu. Und weiter geht's. Auf jeden Fall muss man sagen, Performance ist super. Also Performance kann ich jetzt hier aktuell nicht klagen. So, nächste halt Susannensteig. Und hier wäre denn jetzt wohl schon Endhaltestelle. Bitte alles aussteigen auf der rechten Seite. Und dann, ja, haben wir uns diese Karte dementsprechend schon mal angeschaut. Also, ja, unser kleines Fazit zu diesem ersten Streckenabschnitt kann man wirklich sagen. Es ist halt noch relativ viel freie Fläche. Das ist die Idee mit den so Brücken und sowas, finde ich eigentlich eine relativ coole Idee. Ja, hat man so auch noch nicht gesehen. Von daher kann man hier eigentlich schon davon reden, dass es schon mal sehr, sehr einzigartig aktuell ist, so von den Strecken. Auf jeden Fall deutlich mehr Details, Oberleitung natürlich noch mit reingeschnallt. So. Vielleicht nicht einfach nur eine gerade Straße so durchweg, Ampeln irgendwie versuchen zu integrieren und. Also das sind so diese Sachen, die ich jetzt ein bisschen vermisse.
Das macht das Ganze dementsprechend ja, ein bisschen sehr eintönig, kann man sagen. Vielleicht dafür auch eventuell das falsche Fahrzeug, ja, müsste man natürlich gucken. Aber ich weiß, Linie 400 ist mit dabei und Linie 400, den kennt ihr natürlich schon von dem einen oder anderen Video hier bei uns. Der baut nämlich hier auch eigene Fahrzeuge und hat jetzt natürlich auch wieder neue Fahrzeuge, die an die er jetzt gerade rumbastelt. Habe so ein bisschen Kontakt mit ihm, ja, und habe dementsprechend schon die ersten Bilder gesehen und natürlich auch schon die ersten Fahrzeuge schon bei mir in der Workshop-Liste drin, die ich mir natürlich auch schon anschauen darf. Und im Gegensatz zu den ersten Fahrzeugen, die er noch gebaut hatte, sind jetzt die neueren Fahrzeuge schon eher wie Fahrzeuge halt aus. Ne? Am Anfang war es halt noch immer so ein bisschen Low-Poly-Fahrzeuge, so drei, vier Kanten. Und jetzt mittlerweile, er schwummelt sich, er steigert sich da mega, mega rein. Und die Fahrzeuge würden wahrscheinlich hier auf diese Karte doch deutlich besser passen. So, wir werden jetzt hier in unsere Wendeschleife noch reinfahren. Bin mal gespannt, kann er uns die Judith kann uns ja gerne nochmal da Bescheid sagen, ob da jetzt mehr geplant ist oder ob es jetzt schon finito ist hier mit der Karte. Also Streckenverlängerung spreche ich jetzt, ja, also jetzt nicht falsch verstehen. Auf jeden Fall, sie muss halt definitiv noch ein bisschen ausgebessert werden. Sie muss auf jeden Fall noch detaillierter gestaltet werden. Aber hier ist auch gut, hier liegt eine Weiche. Die führt uns nirgendwo. Was ich ein bisschen witzig finde, tatsächlich, man sieht hier oben in dem Spiegel immer so eine leichte Spiegelung. Hier. Seht ihr das? Also, mir fällt das immer halt besonders auf, wenn ich da mal genau drauf achte, ja, dass man halt immer so eine leichte Spiegelung irgendwie so sieht. Da könnte man doch den Spiegel einfach schnell noch freigeben. Das Spiegel gibt es hier leider noch nicht. So. Und dann wollen wir uns hier auch schon wieder hinstellen. Ja, also wie gesagt, Fazit auf jeden Fall sollte jetzt soweit bekannt sein. Also ich würde es halt wirklich feiern, wenn es halt dementsprechend halt, ja, noch so ein bisschen mehr ins Detail geht. Auch hier mal ganz schön zu sehen, entweder geht man hier... Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden bei den... Oh. Bei den Häusern hier, man sieht ja hier die Treppenstufen zur Wohnung, ja? Und hier kommt die Garage. Die Garage, die schneidet unten eigentlich, hier unten schneidet die eigentlich relativ gut ab, aber hier oben hast du halt das zur Wohnung. Entweder machst du hier noch eine Treppe hin oder du musst die Gebäude alle relativ tief setzen. Also eins von beiden halt, aber so sieht das halt ein bisschen komisch aus. Wenn das ja halt hier gefühlt, denn, ne. Aber gut, es ist Meckern jetzt, wie gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau. Auf jeden Fall, wie gesagt, viel mehr Details noch auf diese Karte einbauen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. An sich, so sind mir jetzt keine fliegenden Bäume oder Bauzäune oder sonst irgendwas aufgefallen. Aber ich glaube, die Zeit mittlerweile ist auch dahin, dass sowas noch passieren sollte. Denn die Leute, die natürlich jetzt mittlerweile an Karten basteln und sowas, ne, die haben natürlich auch dementsprechend schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also von daher muss man sagen, also die Anfängerfehler von früher, die sollten dementsprechend schon so ein bisschen der Vergangenheit angehören. Ja, unten haben wir hier halt noch die Bäume, weil es ja da hinten dann wieder runtergeht, ne? Also die Bäume gehören praktisch dazu. Und sonst, ja, an sich eine interessante Idee. Auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Ich würde die Dörfer halt bloß ein bisschen irgendwie versuchen, ein bisschen größer zu machen. Also halt mit Bauzäunen, nicht mit Bauzäunen, sondern mit Zäunen, mit Bäumchen und ein bisschen Spielplatz hier und ein bisschen Einkaufsläden da und halt, ja, so was dann halt. Das Ganze dann dementsprechend noch so ein bisschen vermischen. Dann könnte hier aus dieser Karte, ja, was echt Putziges werden, wenn das Ganze dann nachher fertig ist. Weil, wie gesagt, solch eine Karte mit so vielen Brücken existiert hier aktuell im Steam Workshop noch nicht, von daher
Joa, wäre eigentlich eine relativ coole Sache, wenn man jetzt hier nochmal so richtig dran rumtüftelt. So, jetzt ist eure Meinung natürlich gefragt. Jetzt könnt ihr eure Meinung zu dieser Karte natürlich hier schreiben. Natürlich konntet ihr sie selbst schon testen, denn sie ist halt offiziell im Steam Workshop erhältlich. Wie ist denn so eure Meinung zu der Karte? Wie hat sie euch gefallen? Oder was sind eure Verbesserungsvorschläge zu dieser Karte? Denn nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Ein paar Tasten drücken, das sollte jeder hinbekommen. Und natürlich, wenn ihr wirklich absolut schreibfaul seid, dann drückt den Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Strecke gefallen hat, den Däumchen nach oben drücken. Aber das sollte wirklich jeder hinbekommen. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier schon wieder von einem weiteren Video hier von Lotus. Ich freue mich natürlich, wenn immer wieder was Neues kommt hier in Lotus, was ich euch zeigen darf. Und würde mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn wir uns im nächsten Part hier wiedersehen, hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Video, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!